Ja, hallo MOBA-Freunde. Willkommen zum zweiten Teil meines Vorstellung meines Rollmaterials. Heute für euch von Fleischmann das Modell 7375, eine Baureihe 103 in der damaligen ICE oder beziehungsweise TEE Lackierung. Das Modell ist analog. Entweder werde ich es selber digitalisieren. Dazu muss man nur halt ein paar Leiterbahnen aufrüsseln und dann Lötpunkte setzen. Ich sehe gerade, hier ist ein kleiner Defekt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ist halt ein altes Modell. Ah, hier bin ich. So, die Baureihe 103 bzw. Vorserie E3 war lange Zeit das Flaggschiff der Deutschen Bundesbahn und sie verfügte über eine Dauerleistung von 7440 kW. Das sind 10116 PS. Ich finde, das Modell ist sehr gut gelungen. Es ist, wie gesagt, ein sehr altes Modell. Die Lok ist ja nun auch nicht gerade die jüngste. Die wurde in den 70er Jahren eingesetzt und für Intercities und TEE-Züge, wie bereits erwähnt. Dazu passend, wie gesagt, das Modell ist leider analog. Das werde ich aber, entweder werde ich es austauschen und das analoge Modell verkaufen. Ich muss es mal gucken, was da ich komme. Der Zug wird noch erweitert. Im Moment habe ich hier, das sind die kurzen von Lima, sind es glaube ich. Ah, komm, schnell scharf. Ah, scharf stellen, da. Das, ich weiß nicht, ob man es im Modell sieht. Es sind Abteilwagen, zwei Stück. Wie gesagt, die werden noch aufgrund der Länge werden die noch ein bisschen aufgerüstet, der Zug. Das sind zweimal Abteilwagen der ersten Klasse, angelehnt an den Zug der AKE, der Touristikreisezug. Die haben den historisch ja wieder aufgearbeitet. Hier sind jetzt zwei Speisewagen mit dabei, weil das ist ja dann doch eine Besonderheit, dass die AKE halt Sonderzüge dafür stellt im TEE-Design, um halt dafür zu sorgen, dass der TEE nicht vergessen wird. Und ich habe mir gedacht, dann passen zwei Speisewagen als Besonderheit sehr gut mit dazu. Passend dazu, man sieht es hier, das sogenannte Dome-Car. Na, mal ein bisschen üben hier. Ja, mit der mit dem Schriftzug Deutsche Eisenbahn. Es gibt auch, welche, da steht dann da TEE mit dabei. So besteht im Moment der Zug. Er wird demnächst noch erweitert. Warum ich diesen Zug jetzt vorstelle? Ich habe euch im letzten Video ja den ICE 3 vorgestellt. Von Minitrix, den in dem Superman-Design. Das hier ist der erste Zug, den ich besessen habe, den habe ich also auch schon seit meiner Jugendzeit, wo ich angefangen habe mit Modelleisenbahn, wo ich mit meiner Mutter angefangen habe, eine Platte aufzubauen, die aber nie fertiggestellt worden ist. Das war also der erste Zug, den wir damals hatten. Und der fuhr auch in Anführungsstrichen in einem begrenzten Rahmen auf der alten Anlage. Und dementsprechend, also das ist wirklich der Zug, mit dem ich mit der Modelleisenbahn angefangen habe. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und das, wie gesagt, geht jetzt weiter so. Ich werde euch so nach und nach meine Züge, die ich im Moment besitze, und das ist im Moment leider Gottes doch schon einiges. Ich habe die Tage mal durchgerechnet, also 27 Zuggarnituren befinden sich schon in meinem Besitz und es werden auch noch mehr. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Gerhard, tschüss.